Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Ninja Gaiden 3. Ninja Gaiden 1 habe ich schon gezockt, Ninja Gaiden 2 auch, also ganz logisch, Ninja Gaiden 3 gibt es heute. Wenn ihr nichts versäumen wollt an NES-Games, dann gleich mal abonnieren, jede Menge NES-Games kommen noch und ein Daumen hoch ist generell auch nicht so verkehrt. Aber machen wir weiter mit Ninja Gaiden. Ja, dritter Teil, bessere Grafik, bessere Videosequenzen und bessere Steuerung. Ja, wie so oft mache ich mir die Challenge und schaue, wie weit komme ich in 10 Minuten. Ihr könnt ja gerne mitmachen und in die Kommentare reinhauen, wie weit ihr in 10 Minuten kommt. Ja, ganz davon abgesehen, gibt's diesmal eine kleine Umfrage, die findet ihr da oben irgendwo. Welcher Ninja Gaiden Teil ist am NES der beste? Teil 1, Teil 2 oder Teil 3? Ihr müsst euch entscheiden und abstimmen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ihr könnt auch generell gerne ein bisschen quatschen über Ninja Gaiden in den Kommentaren. Gut, lasst uns reinschauen. Timer wird gestellt, 10 Minuten ab jetzt. Ninja Gaiden 3, go! Act 1! So. Steuerung ist bei Teil 3 deutlich besser als bei Teil 1 und 2, muss ich sagen. Obwohl bei Teil 1 und 2 ging ja auch schon ganz gut. Aber hier nochmal eine Spur feiner. Ax! Das war unnötig. Ich muss einsammeln hier gleich mal. Ah, das ist besseres Schwert, ist wichtig. Dann braucht man sich nicht mehr bücken, um die Gegner hier wegzubrezeln. Und wer bückt sich schon gerne beim Kämpfen? Ich renne einfach lieber so durch. Mist. So, ich habe hier eine neue Komfortfunktion mir gebaut. Ich kann jetzt mit dem Controller abspeichern. Ja, ja, ja. Es werden viele sagen, warum hast du das nicht schon viel früher gemacht, dass du deine Save Games mit dem Controller abspeichern kannst? Tja. Ich weiß es nicht. Oft kommt man auf Dinge erst drauf, wenn der Schmerz groß genug ist. Und ich brauche jetzt nicht mehr zur Tastatur rübergreifen, sondern muss hier einfach nur den Schulterknopf betätigen und habe schon abgespeichert. Ich hoffe, das führt nicht dazu, dass ich an den falschen Stellen speichere oder falsch lade. Mal schauen, wie das so hinhaut. Ich habe es nur kurz ausprobiert beim Anspielen, damit meine 10 Minuten Challenge nicht gar so lahm wird. Damit ihr nicht ganz so viel Chancen habt, mich zu schlagen. Ja, aber ich spiele das jetzt zum vierten Mal, das Game. Also jeder, der das öfter schon gespielt hat, hat gute Chancen, mich zu schlagen. 10 Minuten ist, finde ich, eine gute Zeit, 10 Minuten, um ein NES-Game kennenzulernen. Schnell durchrennen ist überhaupt eine ganz feine Sache, finde ich, bei NES Games. Ah, ja, ja, ja. Aus der Periode. Ich weiß nicht, das ist irgendwie genau das Richtige. Wow. Erster Endboss. Ah, Mist. Doch einmal erwischt hier. Ah, immer auf den dritten vergesse ich. Einmal, zweimal, dreimal Feuer und springen. Komm. Einmal noch. Du kannst nichts, Junge. Du kannst nichts. Auf Wiedersehen. Weggebrezelt. Endboss Nummer 1. Ja, der war leicht. Ich gib's du, der war leicht. Gut, weiter geht's. Aber ich habe nicht nur so viel Leben. Ich habe mehr Leben verbraucht, als ich erwartet habe. Ja, jetzt gibt's natürlich wieder ein bisschen Story. Ninja Gaiden 3. Auch hier wird Wert auf Story gelegt. Es geht so, wie so oft geht es um eine Frau. Es wird behauptet, er hat eine Frau umgebracht, hat es aber nicht. Das war irgendwer, der genauso verkleidet war wie er. Und er musste jetzt irgendwie schauen, warum, wieso und weshalb überhaupt. End of story. Das war die Kurzfassung zumindest von mir. Ah. So, das hier ein bisschen, das taugt mir gar nicht. Das ist mit dem Sand hier, habe ich auch schon beim Probieren ein bisschen Probleme gehabt. Ich speichere mich jetzt hier ab und gehe weiter. Ja, ich spiele mit Safe Games, also falls es noch irgendwie anzweifeln sollte, ich spiele mit Safe Games. Ich stehe da dazu. Ich finde NES Games, diese alten Games machen einfach mit Safe Games mehr Spaß.
Mir zumindest. Und wenn ihr versucht, so weit wie möglich zu kommen in 10 Minuten, könnt ihr natürlich auch Safe Games verwenden. Oder wenn ihr ganz hart seid, könnt ihr natürlich auch reinschreiben dann. Ach, ja, okay, das habe ich jetzt versagt, muss ich zurück. Könnt natürlich auch reinschreiben, ich habe es weiter und schnell als du geschafft ohne Safe Games. Da gibt es sicher genug Leute, die das schaffen. Oh, okay, das habe ich gar nicht so schlecht gelöst. Wieso? Also man darf nicht wild drauf rumhauen, man muss echt ein bisschen mehr aufs Timing achten. Okay. Ich werde es versuchen, ein bisschen mehr aufs Timing zu achten. Weil er braucht doch relativ lang, bis er wieder ausholt. Mit seinem guten alten Schwert. So, da. Hier, da. Der muss nochmal sterben. Da gehen wir unten rum. Nur noch ein Leben. Nicht so gut. Egal, gehen wir weiter. Hier mal vielleicht kurz abspeichern und weiter runter. Da kommt einer von der Seite, das habe ich mir gemerkt. Da kommt noch mal einer von der Seite. Das habe ich mir nicht gemerkt. Oder war das ein Respawn? Ich glaube, das war ein Respawn. Gut, der stirbt jetzt da mal unten. Der auch. Wieso hat mich der erwischt? Wieso? So. Der kommt da. Ich gehe runter. Der muss sterben. Ich habe das bessere Schwert, das ist wichtig. Und wir gehen hier weiter. Runter. Also nach unten geht es gar nicht mehr so schlecht gemacht. Kann schlimmer sein. Ich mag das ja immer nicht, wenn man so wenig sieht nach unten, wo man hingeht. Aber hier finde ich es ganz okay. Nicht optimal. Nicht optimal gelöst. Versteht mich nicht falsch, aber okay. Soll ich vergessen? Ach, jetzt habe ich den falschen Speicherknopf gedrückt. Ich habe gewusst, das wird mir mal passieren. Mit meinem neuen Setup. Egal. Zeit läuft. Mehr Chance für euch, weiterzukommen. Ach, wieso? Wieso nur? Runter, 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 runter. Wieso hat mich der berührt? Ist doch ein Blödsinn. Erstmal so schön gemacht. Gut, ich muss die da wegbrezeln, sonst geht's nicht anders. Weiter geht's. Weggebrezelt. So, rauf, rauf, rauf. Das ist irgendwie ungemütlich. Nein, wie soll das gehen? Okay. So geht's, okay. Die Antwort ist, so geht's. So geht's ganz gut eigentlich. Wegbrezeln hier. Wegbrezeln. 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 Falls ich heute noch nicht wegbrezeln gesagt habe. Schnell durch. Ich muss hier schnell durch. Ich muss hier schneller sein. Ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Das war nicht so geplant, dass ich hier so viele Extras vergeude. Ich habe hier abgespeichert. Nein, wieso killt mich der hier immer? Sehr gut. Glück gehabt. Okay, ich habe Glück gehabt. Wieso hat mich der jetzt erwischt? Dreck. Ich gehe einfach auf der Seite hoch. Spricht irgendwas dagegen? Er spricht was dagegen, nämlich da geht's nicht weiter. Ich kann es nicht auswendig. Ich kann es nicht auswendig, Leute. Das ist schlecht. Ich muss hier drüber. Ich muss da drüber hüpfen, den wegbrezeln. Na, es geht nicht. So geht's. Jawohl. So wird gebrezelt. Wieso nur? Wieso denn nur? Okay, hopp. Nein, nochmal. Verdammt, hier stehe ich jetzt ganz schön blöd da. Okay, da muss ich weiter rauf, runterbrezeln, hüpfen, hüpfen und sterben. Wegbrezeln, hüpfen, hüpfen, sterben. Das war zu früh wieder.
Wegbrezeln hüpfen. Okay. Ah, jetzt hat mich der hier. Ah, da darf ich nicht hochhüpfen. Okay. Ah, die Steuerung ist ja. Also das hier, die Passage ist richtig schlimm. Also das ohne Safe Games machen. Respekt, Leute, wenn ihr das schafft. Und da geht's rein. Komm ich jetzt schon zum nächsten Endboss? Nö. Ah, das ist, ich weiß schon was, das ist diese blöde Feuerpassage. Die taugt mir überhaupt nicht. Gut, wie gehen wir es an? Gehen wir es an. Und, ich wusste es, das wird mich treffen. Nein. Ich Ausweichhüpfer, war gut. Den da wegbrezeln. Drüber. Ah, jetzt erwischt mich der. Okay. Jawohl. So wird das gemacht. Endboss. Zweimal treffen und abhauen. Ist so meine Strategie hier. Okay, vielleicht schaffe ich es manchmal auch dreimal. Ist natürlich auch nicht verkehrt. Ah, dumm gelaufen. Nochmal. Ah ja, die 10 Minuten sind um, aber egal, ich mach den Endboss noch. Ich mach den Endboss noch. So, Endboss wird noch fertig gemacht. Ah ja, 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 come on. Freut mich, dass ich es überhaupt bis zum zweiten Endboss geschafft habe. Also bis zum zweiten Endboss habe ich es geschafft innerhalb von 10 Minuten. Ihr könnt ja mal schauen, ob ihr das auch zusammenbringt. Mit ein bisschen Übung sollte das kein Problem sein. Ich glaube, da brauche ich ein paar Anläufe für den. Soll ein bisschen vorsichtiger sein einfach. Ja. Und er schießt nach unten. Muss immer schauen, dass man nach unten schön viel Platz hat. Jawohl, na, das ging doch eh nicht so schlecht. Fast hätte ich es innerhalb von den 10 Minuten geschafft. Fast. Schade ein bisschen. Ein bisschen schade. Ja, Ninja Gaiden 3 war das am NES. Schreibt in die Kommentare, wie weit ihr gekommen seid. Ansonsten, Daumen hoch ist nicht verkehrt und tut auch niemanden weh. Ich verlinke euch gleich mal ein weiteres Action-Game für den NES. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.